Was wir oft hören, ist, dass dieses Missverständnis, Motivation entsteht schon von alleine. Wir klopfen dreimal auf die Schulter und das wird es schon. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen oder wie das bei Ihnen war. Ich habe als Kind immer die Dinge getan, die ich von innen heraus selber wollte. Also die intrinsische Motivation ist entscheidend. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Faktor, nämlich, dass wir rationale Gedanken und Überlegungen selten in die emotionale, motivierende Schiene gepackt kriegen. Das heißt, Motivation ist eine Emotion und eine Emotion brauche ich, um etwas zu tun. Rationale Gründe führen selten zur Emotion und ich brauche aber ein Gefühl für das, wo ich hin will. Deswegen schaffen wir mit den Kindern gemeinsam gefühlte emotionale Referenzen, wie sich das Ziel, der Weg, die Lösung anfühlt, damit Motivation von innen entsteht, Begeisterung von innen entsteht und auch der Wille, in bestimmte Richtungen zu gehen, von innen entsteht. Und das ist viel mehr als Reden über Lösungen, das ist in Vorstellungen tauchen, das sind manchmal auch Rollenspiele oder einfach Reflexionen in die Zukunft, die emotional etwas machen. Und dann entsteht Zukunft und entsteht Motivation.